Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, am zweiten Sonntag nach Ostern hier in der Philipp-Nikolai-Kirche. Ja, es sind leider wieder nicht viele, die hier sind. Gottesdienste sind immer noch verboten, aber dann wollen wir wenigstens auf diese Weise zu Ihnen kommen. Wir, das ist unsere Küsterin Ruth Messerschmidt, unser Kirchenmusiker Michael Bird, unsere Lektorin Edeltraut Dressler, meine Frau Pfarrerin Susanne Zimmermann und ich Pfarrer Markus Zimmermann. Hinter der Kamera steht Christoph Stein. Vielen Dank auch dafür. Der zweite Sonntag nach Ostern, es ist der Sonntag auch des guten Hirten und wir werden gleich den wunderbaren 23. Psalm hören, der uns viel Trost spenden kann und auch noch einen biografischen Bezug zu unserer Lektorin hat. Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese den Psalm 23, der gute Hirte, das ist auch mein Konfirmationsspruch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um meines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ja, liebe Gemeinde, jetzt stehe ich hier ohne Gemeinde. Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl, auch an diesem Sonntag wieder. Die Steine hier, die stehen hier, es ist alles vorbereitet, aber sie fehlen uns leider. Die Steine spielen auch eine Rolle im heutigen Lesungstext. Lebendige Steine, eigentlich ja ein paradoxer Begriff, Steine und lebendig. Ich finde die ziemlich tot im Moment, so ohne Menschen hier in der Philipp-Nikolai-Kirche. Aber so heißt es im ersten Petrusbrief. Da ist von Christus die Rede als Grund und Eckstein für uns. Und da ist die Rede auch von uns selbst. Wir sind lebendige Steine, heißt es da. Ja, Steine können lebendig sein. Wo sind für mich im Moment lebendige Steine? Ich sehe sie überall, auch wenn ich sie nicht hier, jetzt in diesem Raum sehe, so sehe ich sie im Alltag. Das sind die Menschen, die für andere da sind, die einkaufen gehen, die Menschen anrufen, die versuchen, Ältere und Verlassene auf die Weise ein bisschen durch diese merkwürdige Zeit zu ermutigen.
Das sind für mich auch die vielen Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern und Altenheimen, die einen besonders schweren und einen besonders wichtigen Dienst tun. Ja, das sind wir alle, die wir auf unsere Weise versuchen, durch diese Corona-Zeit zu kommen, indem wir uns an die Kontaktverbote halten, in denen wir vorsichtig sind. Nicht nur zu unserem eigenen Schutz, sondern eben auch zum Schutz anderer. Jetzt kann ich doch einiges abgewinnen dieser Formulierung von den lebendigen Steinen. Christus ist unser Fundament. Er ist der Eck- und Grundstein. Und wir sind die lebendigen Steine, wenn wir ihm nachfolgen und das tun, was er uns weitergegeben hat, nämlich nach der Liebe Gottes zu handeln. Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Durchhalten, viel Zuversicht, das Vertrauen auf unseren Grund- und Eckstein Christus und auch die Erfahrung, selbst ein lebendiger Stein zu sein. Amen. Lasst uns gemeinsam so beten und auf diese Weise Trost und Zuspruch finden, wie Jesus es uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin in die neue Woche mit Vertrauen und Zuversicht. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.